Und hier ist sie wieder, aus dem Kaffee und Mut in Hamburg, die goldene Gniechel-Show. Heute aus Hamburg, Mannheim, Köln und Eckernförde, die Hamburger Popband Kiwi. Und hier kommt er, der goldene Gniechel. Herzlich willkommen zu einer neuen aufregenden Folge der Goldene Gniechel Show. Gleich geht es weiter, doch zuerst. Ja. Ah! Oh Gott, was hast du denn? Warum hast du so Schmerzen? Und heute bei uns zu Gast ist die grandiose Band Kiwi. Willkommen. Ja, Zeit, dass mal wieder mehr auszuschenken hier heute gehabt. Ja, es gibt Wasser. Willkommen in der Show, liebe Kiwi. Liebe Kiwi-Band und liebe Kiwi so. Vielen Dank. Band ist benannt nach der Sängerin. Ja. Du weißt, ich kann mich nicht so ganz konzentrieren, Warum? Wenn du diesen Stock in der Hand hast. Was genau soll das? Das ist wegen der Band. Ist das. Ui. Aber du hast das unter Kontrolle, ja? Ja. Okay. Kiwi, du hast ja eine bewegte Vergangenheit schon hinter dir, obwohl du noch sehr jung bist. Na, weißt du was? Ja, habe ich schon mal ein bisschen recherchiert. Nämlich. Habt ihr das ausgeplaudert? Jetzt wird's brisant. Ja. Du hattest eine richtige Ausbildung, ne, für Gesang? Ja, so eine richtige Ausbildung. Aber wenn du das vorher sagst, dann steigen die Erwartungen so. Ach so, meinst du? Unermesslich. Nein, ich habe schon was von dir gehört. Also das hört sich schon sehr gut an. Es geht mir nicht alleine so. Also die sind alle ausgebildete Leute. Alle ausgebildet? Ja. Aber nicht alle in Gesang. Doch. Auch alle in Gesang ausgebildet. Wir könnten eigentlich auch. Ja, jetzt sage ich die Background-Sängerin, aber was sagt der Schlagzeuger? Los! Nee, nicht in Gesang. Du bist nicht in. Du bist in Schlagzeug ausgebildet. Ja, Studienkurs Schlagzeug. Schlagzeug ausgebildet, ja. Oh, nicht schlecht. Ja. Aber du hast auch geschauspielert, ne? Ach, das war ja eigentlich täglich, ne? Was ich bei dir so. Du hast schon mal ein Wittenbring-Stück gespielt, das ne? Das ist richtig. Genau. Hast du das mit Wittenbring auch selber gespielt? Oder nur Wittenbring-Stück? Nee, er war nur bei den Proben dabei und also haben es gemeinsam geschrieben und genau. Er hat das nicht schlecht, das bewundere ich sehr, weil ich selbst habe schon mal ein Wittenbring-Stück auch gespielt. Männer mit Anwesenden hier sogar, einmal Andreas Hetwal, der sitzt da hinten, der hat da auch mitgespielt und dann Jan Uhl, ich kann ihn gerade nicht sehen. Zanders, wenn du mal Jan Uhl findest, dann sag ihm nochmal, war toll mit ihm zu spielen. Sehr gerne. Männer, war toll, aber zurück zu euch. Ja, wir haben nicht Männer gespielt, aber es war auch toll. Café Amazonien. Genau. Kann man das noch sehen eigentlich? Das weiß ich nicht so genau. Aber und dich, weil du hast dich ja jetzt einer tollen Band gewidmet. Richtig, beziehungsweise die haben sich freundlicherweise mir gewidmet. Ich habe sie geschüttelt und gerüttelt und sie haben gesagt, na klar. Ja, und genau, und ich weiß halt solche Sachen wie das mit dem Stück nicht so genau, weil wir halt deutschlandweit zusammengewürfelt sind. Also eine lange Anfahrt hatten. Und es ganz toll finde, aber von dir eingeladen worden zu sein. Ich finde es toll, dass ihr kommt. Vor allem, weil ihr wirklich aus Köln, Mannheim, Eckernförde und Hamburg. Ja, Hamburg ist auch dabei, ne? Yeah. Muss ja aus. Unglaublich. Wie macht ihr das mit den Proben immer? Ja, alle kommen nach Hamburg, ne? Ja, so wie sich gehört. Ja, wenn du die Wahl hättest, ne? Köln oder Mannheim oder Hamburg. Woher kommst du? Ich komme aus Odachsen. 400 Einwohner, nochmal so viel Kühe. Ah, und Odachsen oder Hamburg? Boah, Odachsen war so ein Riesenrockkonzert, wäre auch mal was. Odachsen ist zwar dann okay, die Bühne, aber. Nein, natürlich Hamburg. Ist ja klar, deswegen hier. Deswegen proben wir hier und deswegen sind wir hauptsächlich hier. Na sicher. Na toll. Ja, was spielt ihr heute für einen Song? Wir spielen Atme mein Herz. Atme mein Herz. Genau, einer der neuesten. Das ist gut, weil hier ist auch echt stickige Luft heute. Versuch es trotzdem. Okay, das ist gut. So, dann hören wir jetzt die Band Kiwi mit Atme mein Herz.
Blenden wir unten ein. Ja, schaltet einfach nächste Woche wieder rein, wenn es heißt Die Goldene Knieche-Show. Ha ha ha!